So, wir gehen jetzt ins Wasser und ihr zieht euch am Rand lang bis zur Hälfte der Bahn. Und richtig, schnell. Sommerbad am Olympiastadion. 10 Kita-Kinder lernen hier schwimmen. Und das voller Motivation. Als ich bei Mallorca war, konnte ich noch nicht so gut schwimmen. Und meine Eltern wollen, dass ich es lerne, dass ich denn da allein schwimmen kann. Und ich will auch gerne allein schwimmen können. Ich möchte mich jetzt schon bereit machen. Weil dann kann ich immer alleine zum Strand gehen. Und blubbern mit dem Mund. Richtig laut. Ihr habt doch Kraft und schrammelt, 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 schrammelt. Kinder sollten sich so früh wie möglich sicher im Wasser bewegen können, denn das verringert das Risiko zu ertrinken. Aber laut einer aktuellen Erhebung der DLRG sind 1/4 der Deutschen Nichtschwimmer oder können kaum schwimmen. Badeunfälle können insofern vermieden werden, dass sie früh mitgeteilt bekommen, dass sie sich bemerkbar machen. Also nicht lautlos untergehen, so wie es ja bei Kindern üblich ist. Erwachsene schreien um Hilfe, machen Kinder nicht. Die sind ruhig und sind dann weg. Die Eltern haben keine Chance mehr einzugreifen. Deswegen arbeiten wir auch so früh mit diesem Springen, dass sie einfach reinhüpfen und merken, okay, Wasser im Gesicht ist nicht schlimm. Deswegen bieten die Wasserfreunde Spandau 04 zusammen mit der AOK Nordost ab dem 4. Lebensjahr spezielle Kita-Schwimmkurse an. Damit sie keine Angst aufbauen und dass sie dann im frühen Alter dran gewöhnt sind ans Wasser und keine Wasserscheu haben. Weil wir haben das öfter, dass ältere Kinder erst schwimmen lernen. Umso älter sie sind, umso mehr Angst haben sie auch vom Wasser. In 45 Minuten werden grundlegende Schwimmtechniken vermittelt. Schwimmfroschbeine zum Po weit zusammen, nicht zappeln, zum Po die Beine ziehen. Training, das begeistert. Dass man hier ohne Nuten schwimmen kann. Und ich mag es auch, wenn man im Wasser spielen kann. Spielerisch wird lebenswichtiges Wissen vermittelt, aber auch Baderegeln. Die erfahren die Kinder durch das Jolinchen-Malbuch der AOK Nordost. Was seht ihr denn hier auf dem Bild? Was darf man nicht tun? Nicht so viel essen. Dann geht man unter. Habt ihr alle schon gefrühstückt? Ja. Wir bringen die halt auch spielerisch den Kindern bei. Und nahe und dass die so verinnerlicht werden, dass die auch beim Seepferdchenabnahme auch zügig auswendig teilweise können und beherrschen. So wie zum Beispiel, dass wenn wir draußen schwimmen gehen, kein Blitz und Donner sein darf und dass man nicht in Gewässer reinspringt, die man nicht kennt. Und was bleibt hängen? Reinschubsen und nicht reintreten. Wenn Kinder noch nicht so gut schwimmen können, sollten lieber immer Erwachsene sein. Nicht so viel essen und lieber eine Kleinigkeit essen. Und mit all dem Wissen können diese Kinder das Baden im Wasser unbeschwert genießen.